In Deutschland gibt es eine 2D-CNC-Maschine für den Schulbetrieb, PhiloCAD. Und damit kann man sehr schöne Projekte machen. Das Problem besteht aber darin, wenn dann alle Schüler ihre Modelle fertigen wollen, dass dann ein bisschen Andrang an der Maschine besteht und dass oft da Fehler passieren, die man sich hätte vorher schon mal anschauen können. Und so ist es vielleicht ganz interessant zu sehen, kann ich diesen Schneideprozess vorher simulieren? Und das will ich jetzt mal mit FreeCAD machen. Los geht's. Also das ist jetzt das Modell der Maschine. Das unten ist die Maschine, das Rote. Das hier, das Grüne, ist der Schneidedraht und der schneidet dann in so einer Styroporplatte etwas aus. Das Ergebnis zeige ich mal. Das Ergebnis wäre jetzt erstmal so etwas. Also einfach irgendeine Schablone und aus einem Reststück wollen wir dann auch noch ein F für das FreeCAD-F schneiden. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das alles? Diese Schneidedraht wird also durch das Material, das blende ich nochmal ein, durchfahren und wird dann einen Weg langlaufen, der ist jetzt hier dargestellt. Und dann fällt halt ein Teil vom Material raus als Abfall und der andere wird weiterverarbeitet. Und aus dem hinteren Teil hier hinten schneidet man dann das F raus. Wie funktioniert das Ganze? Ich mache jetzt dieses Fenster mal zu. Und hier haben wir nochmal die Anfangssituation. Und wir schauen uns zunächst erstmal das Programm an. Das Programm ist schon mal vorbereitet. Das läuft hier. Also mit dem Filo-Skript schreibt man das Schneideprogramm. Das sind hier einzelne Befehle. ZB heißt gehe zum Punkt. BO ist ein Bogen. Und die füllt man alle auf und man kann sich das dann grafisch anzeichnen lassen. So sieht also dann der Schnitt aus. Hier vorne geht der Schnitt los, geht dann diesen Weg hier außen rum. Hier drinnen entstehen dann so kleine Inseln, die rausfallen. Das, was wir jetzt hier stehen haben, das kopiere ich dann einfach in ein kleines Python-Skript rein. Das habe ich mal vorbereitet. Ich hole da mal die Lupe einfach mal her. Das sieht also so aus. Das ist ein Text für das F und hier unten ist der zweite Text für genau dieses Programm. Und ich gehe jetzt hier rein und kopiere das gesamte Skript hier rein und lasse das ausführen. So, und da sehen wir zunächst erstmal, ist hier dieser Schnitt schon gelaufen. Was ist dabei passiert? Wir haben jetzt ganze Menge Linien erzeugt. Und am Ende ist hier dieses Schnittobjekt da. So, wie kann ich da weiterverfahren? Ich kann erstmal diese ganzen Linien, die wir hier haben, wieder ausblenden. Und ich kann mir anschauen, was war denn jetzt, was ist der Abfall? Also der Abfall ist das Material. Und von dem Material ziehe ich das Ergebnis ab. Dann entsteht das als Restemenge und diese Restemenge, die ich jetzt hier habe, die kann ich jetzt einfach mal zerlegen in Einzelteile. Die würden ja normalerweise dann auch einfach so runterfallen. Das mache ich mit der Draft Workbench mit Downsize. Dann entstehen hier einfach solche Solids und die blende ich jetzt daher nochmal aus. Und da bleibt jetzt ein Teil übrig, das nehme ich hier, das ist jetzt groß genug, um unser F noch rauszuschneiden. Und dazu bringe ich dieses neue Teil dann mal in Position. Ich werde das also einfach mal drehen und spanne das dann in der Maschine neu ein.
So, das muss wieder unten aufliegen und etwas vom Draht weg sein. Gut, und jetzt wiederholt sich das gleiche Spiel nochmal. Das heißt, ich gehe wieder in mein Programm zurück, habe dort natürlich das für das F das auch schon vorbereitet. Nehme die Werte alle her, kopiere das Programm ein zweites Mal, führe das dann wieder aus und habe jetzt als Schnittmenge das F. Kann mein Material, altes Material ausblenden, kann jetzt auch diese ganzen Hilfsfiguren, Hilfslinien, die da sind, ausblenden. Und das letzte Ergebnis war das hier. Und mein zweites Ergebnis kann ich jetzt an die Stelle verschieben, wo das dann später in der Fertigung auch angebracht werden soll. Und ich könnte das natürlich jetzt auch irgendwie drehen. Ich mache das mal einfach, verschiebe das nur. Da sehe ich gerade, ich müsste davon erstmal noch ein bewegliches Objekt einen Klon machen und den Klon kann ich dann verschieben. Und damit habe ich das Ergebnis. So, was ich also jetzt gesehen habe, ist, ich kann aus diesem Materialblock, den ich am Anfang hatte, diese beiden Teile hier ausschneiden und kann die dann irgendwie wieder so anordnen, dass mein fertiges Modell rauskommt.